Ahoi, liebe Geisterfreunde, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach der Krankheit, während der Krankheit, je nachdem. Es geht mir auf jeden Fall schon besser. Ganz ist es noch nicht ausgestanden, aber ich fühle mich wieder fit für Videos. Aber die Koop-Folge, die für den heutigen Montag geplant war, fällt natürlich aus, weil wir die nicht aufnehmen konnten. Deswegen gibt es aber heute die Herausforderung. Morgen gibt es dann eine Profi-Jagd zusätzlich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Heute heißt die Herausforderung Verstecken spielen extrem. Dieser Geist möchte ein Spiel spielen. Besser versteckst du dich schnell. Und wir sind leider wieder im Camp Woodwind. Da bin ich ja nicht so gerne. Die Camps haben es mir irgendwie nicht so angetan. Anwenden. Camp Woodwind hier unten. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Ich denke, wir haben keine Sanity, müssen uns schnell verstecken. Eine Jagd abwarten. Eine Minute Einrichtungszeit. Ja, den Geist während der Jagd mit Räucherstäbchen abwehren, EMF-Messgerät einsetzen und Zeuge eines Geistereignisses werden. Alles Klärchen. Gut, was nehme ich denn mit? Was haben wir überhaupt hier? Taschenlampen funktionieren nicht. UV auch nicht. Na super. Eine Kerze will ich aber nicht mitnehmen. Räucherwerk haben wir leider nicht dabei, das heißt, wir können den Geist gar nicht abwehren. Ein EMF auf jeden Fall. Dann klares Wetter, okay. Vielleicht Salz. Könnte ja ein Gespenst sein. Und Thermometer hätten wir theoretisch auch, aber ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Ich nehme mal eine Box mit. Wenn wir ein Event abkriegen, können wir mal versuchen, den Geist zu befragen. Kopflampe haben wir auch nicht. Okay. Gib mir ein Zeichen. Strom schon drin, ne? Tatsächlich. Gib mir ein Zeichen. Die Minute läuft. Ich weiß nicht mehr ganz, wo hier der Lichtschalter war. Hier. Hier. Alles klar. Moment. Bist du hier? Bist du da? Was möchtest du? Wie alt bist du? Bist du da? Bist du hier? Hier war ein Versteck. Die Minute dürfte auch bald vorbei sein. Hören wir doch mal, wie schnell er ist oder wie langsam. So. Schneller Gang. Also, die Standardgänge sind raus. Warten wir die Jagd kurz ab. Logischerweise. Das ist, verdammt. So. Gut, also. Die Standardgeschwindigkeiten sind raus. Zumindest haben wir schon mal zwei Nebenaufgaben erreicht. Das erste können wir ja nicht erreichen. Aber das ist auch nebensächlich. Wir wollen hier den richtigen Geist herausfinden. Teil noch drin. Diogen raus. Der hat uns gefunden. Raiju raus. Obake. Mimik wissen wir nicht. Für die Zwillinge war er zu schnell. Onryo Standardgang. Der Raiju, der wäre nur schneller in der Nähe unserer elektronischen Geräte gewesen. Und dieser Geist war die ganze Zeit über schnell. Der Obake hätte auch einen Standardgang. Der Diogen hätte uns, wie gesagt, gefunden. Der Mimik ist noch drin. Da wissen wir natürlich nicht, ob wir vielleicht bei der nächsten Jagd einen anderen Geist haben. Die Mai Ling hat auch einen Standardgang. Die ist auch raus. Ebenfalls der Yokai, Dämon, Mare, Poltergeist, Spirit, Gespenst, Banshee. Für einen Revenant war er zu schnell. Der Revenant ist ja sehr langsam, wenn er uns nicht sieht. Und das war hier ganz eindeutig nicht der Fall. Der Revenant damit auch raus. Yurai hat auch einen Standardgang.
Der Hanto wäre auf jeden Fall langsamer gewesen, da er ja in kühleren Bereichen schneller ist, in wärmeren langsamer. Und da es hier überall warm ist, da ja der Generator schon an war, ist er auch weg. Phantom-Standardgang, Jin auch, es sei denn, er sieht uns, dann wird er mal kurz schneller. Für einen Shade, nein, der hat auch einen Standardgang, Oni auch, Goryeo auch. Also drin ist noch der Moroi, Taiyo und der Mimik, der uns eventuell einen Streich spielt. Wir wissen so ungefähr, wo er ist, hinten im Zelt. Könnten die Zeit mal nutzen. Wir bräuchten eigentlich nur eine Boxantwort. Oder halt keine Boxantwort. Dann wäre der Taiyo aber schon mal raus. Könnte dann für den Moroi sprechen. Wenn er bei der nächsten Jagd genauso schnell wieder ist oder gleich agiert, dann wäre der Mimik auch wieder weg, weil der Mimik wird keine zwei Jagden hintereinander den gleichen Geist imitieren. Ja. Orb würde für den Taiyo sprechen oder für den Mimik. Das heißt, die Videokamera könnten wir durchaus mal mitnehmen. Ich überlege aber, wie wir vorgehen. Ein Kruzifix vielleicht. Eine Videokamera für den Orb. Box liegt auch schon dort. Ja, wir nehmen es mal so mit. Und noch ein zweites Kruzifix mit. Wir warten erstmal hier hinten. Und dann in der Jagdpause gehen wir noch mal rein. Ins Zelt, legen da das Kruzifix aus. Jetzt hören wir erst noch mal, ob der Geist die gleiche Geschwindigkeit an den Tag legt, womit der Mimik dann eigentlich raus ist. Und wenn wir dann den Orb sehen, wissen wir, dass es der Taiyo ist. Aber für den Taiyo ist er eigentlich zu langsam. Der Taiyo ist noch ein Ticken schneller. Glaub ich. Also der Mimik raus, meiner Meinung nach, ist wieder der gleiche Gang. Moroi oder Taiyo? Jagd vorbei. Kruzifix nehmen wir uns mit. Einmal hier hin, einmal dahin, damit wir Zeit haben. Gucken mal. Sehen wir einen Orb? Ja, es ist der Orb. Und damit wissen wir, dass es der Taiyo ist. Sehr schön. Also doch der Taiyo. Kann ich mal eben. Dankeschön. Alles klar. Wir haben einen Orb. Der Taiyo. Der Mimik ist raus, weil wir zweimal hintereinander die gleiche Geschwindigkeit hatten. Und der Mimik hätte jetzt bei der zweiten Jagd einen anderen Geist imitiert und nicht wieder denselben. Taiyo steht damit fest. Und ich würde sagen, wir fahren nach Hause. Und holen uns damit die erste Runde. Ein Onryo. Dann sind die Geschwindigkeiten anders. Okay, gut. Die erste Runde haben wir dann doch nicht im Sack. Ich denke aber eigentlich, dass hier an der Geschwindigkeit gedreht wurde. Da der Onryo eigentlich nur die Standardgeschwindigkeit hat, kann ich mir das nur damit erklären, dass die Geschwindigkeiten erhöht sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnte es auch ein Fehler sein, aber ich denke, dass die Geschwindigkeiten erhöht sind. Das könnte ich mir eigentlich nicht anders erklären, weil ein Onryo hat einfach einen Standardgang. Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.